Hallo Fans und Freunde der WNA zu einem weiteren Fangespräch und heute freue ich mich ganz besonders, den Mix hier auf Kammern WNA begrüßen zu dürfen. Mix, die meisten von den WNA-Fans kennen dich natürlich schon von der Unwarte, natürlich auch durch das berühmte Video Es geht sich immer nicht aus, wo man auch dich sieht. Erzähl mal ein bisschen deine WNA-Geschichte, wie kam es dazu? Ja, die WNA, das ist interessant, weil ich bin zu WNA gekommen und habe mich regelrecht verliebt in die WNA. Völlig unverhofft, weil zu dem Zeitpunkt, das war im Jahr 2000, ziemlich genau im Jahr 2000, ein sehr entspanntes Verhältnis schon gehabt habe zum Fußball. Das heißt, meine aktive Karriere habe ich endgültig beendet in den 90er Jahren. Ich habe im Burgenland und in Wien gespielt, in mehreren Klassen und Ligen. Du kommst ja aus Burgenland. Ich komme aus dem Burgenland, genau. Dort ist man nicht als Wiener-Fan auf die Welt gekommen, das erwartet niemand. Wohl kaum. Und ich war ein glühender SC Eisenstadt-Anhänger als Kind und als junger Jugendlicher. Die sind damals 79, 80 in die Bundesliga aufgestiegen. Ich war damals viel dort. Vielleicht ist da der Keim gesetzt worden, dass ich später Wiener-Fan geworden bin, weil mir hat man immer gesagt, wenn du groß bist, wirst du dann quasi Rapid oder Austria. Mhm. Die Eisenstadt ist nicht so ernst genommen worden. Mhm. Die Leute sind zwar alle hingegangen am Platz, die ersten Jahre, nachdem die erste Euphorie vorbei war, hat sich das dann schnell gelegt. Und ich habe aber gesagt, nein, so wäre ich nicht wie die anderen, ich will nicht Rapid oder Austria. Bin Eisenstadt lang treu geblieben, bis halt so oft gegen St. Margareten verloren haben, wo ich selber gespielt habe, dass sich das nicht mehr ausgegangen ist. Und dann habe ich eher so eine Art, würde ich sagen, Groundhop-Mentalität entwickelt, wo überall und nirgends haben wir jedes Wochenende eigentlich fast ein Match geschaut. Mhm. Aber ich war kein Fan von niemandem und hätte auch nicht geglaubt, dass ich ein Wiener-Fan wäre. Wenn man gesagt hat, wie ich jung war, dass ich Wiener-Fan wäre, das war so absurd. Und ich kann mich erinnern, in Eisenstadt im Lindenstadion, das war so ein mittleres Playoff-Spiel, da hat der Tata bei der Wiener gespielt. Der Kempes hätte spielen sollen, ist aber nicht gekommen, der hat nicht gespielt. Warum? War verletzt oder was? Da hat Eisenstadt Wiener gespielt und ich kann mich erinnern, da habe ich zum ersten Mal einen Wiener-Fan gesehen. Das war der Erich, im Nachhinein weiß ich das, mit ihm drüber geredet. Der ist gestanden ganz allein wie so ein stolzer Krieger mit einer Wiener-Fahne und einer Kutte mit viel Wiener-Aufnähern drauf. Und da haben die Leute so gesagt, und ich habe mir das auch gedacht, sagst, es gibt auch einen Wiener-Fan. Das war so die Rezeption okay. Der Wiener damals und was Anhang betrifft. Nicht? Das war so Mitte der 80er Jahre, muss das gewesen sein, 85, 86 herum. Okay. Und gut, okay, dann zurück zum Jahr 2000. Es war dann so, dass ich mitgekriegt habe, dass es eine Wiener Fanszene gibt über die Arena. Bin viel auf Konzerte gegangen. Das heißt, hast du schon in Wien gewohnt oder gelebt? Ich bin seit 91 in Wien. Mhm. Da habe ich dann schon in Wien gewohnt. Ich habe in Wien dann noch im Unterhaus Fußball gespielt. Aha. Haben wir angeschaut, auch die Wiener, damals schon, aber nicht als Fan, sondern einfach, weil es mich interessiert hat, so wie man einen VVC, einen Sportclub, Rapid Admira Austria angeschaut habe. Und ich habe dann mitgekriegt, es gibt da so eine Wiener Fanszene, wo überall so Pickerl in der Arena geklebt sind, Döblinger Kojoten. Mhm. Und der Gassi, der quasi, an dem man nicht vorbeigekommen ist damals, wenn man so in der Bankszene unterwegs war, das war so das Enfant terrible in der Szene, der hat dann blau-gelben Irokesen gehabt in Wiener Farben und hat mich dann immer angeredet, hat gesagt, ich soll mitgehen, Wiener ist so leibend. Ja. Und ich habe gesagt, der geht Wiener, was? Ist eh lieb, aber dass ich jetzt Wiener-Fan bin. Und dann bin ich halt irgendwann hingegangen, haben sie gegen Mattersburg gespielt. Mhm. Ich bin eher hingegangen, weil ich bei Mattersburg Spieler kennt habe, mit dem Nachwuchs selber zusammengespielt habe und es hat mich eher interessiert, wie die dort performen, muss ich sagen. Und bin dann irgendwann im Wiener-Sektor gegangen, im Lauf der zweiten Halbzeit. Da war dann der Gassi dort und dann habe ich gesehen, okay, da kenne ich den und den und den von der Arena. Da waren viele Leute von der Arena dort, von der Kojoten-Szene. Dann waren der Erich, Rolli, Wippi, die Leute waren schon alle dort damals. Also die, vom Gesicht her, der Dams-Oliver, der Alex. Und ich habe mich dann eigentlich gleich irrsinnig wohlgefühlt dort. Also, bin da gleich ins Reden gekommen mit allen und bin dann gleich noch auf ein, zwei, drei Bier geblieben. Das war nachher im Container, in dem Fan-Container, den sie gehabt haben, bitte mein. Nein, damals war das gar nicht. Da waren noch die Holzhütten.
also wenn du reingehst beim Eingang, du, jetzt ist eine Kantine dort. Dort war so ein Holzhütten, das war der Fanshop. Rechts? Genau. Ah, okay. Genau. Dort sind wir dann gestanden und dann bin ich ein zweites Mal hingegangen und dann, ja, dann war ich eigentlich schon mittendrin statt nur dabei. Und schon sind 20 Jahre vorbei. Dann habe ich gemerkt, ja, mich interessiert, das, also, dass ich nachgeschaut habe, wie haben die gespielt und so. Und ja, es war dort irgendwie, es war angenehm von der Stimmung, es war sehr überschaubar. Es waren meiner Wahrnehmung nicht so viele Leute wie jetzt. Kann ich mich aber auch täuschen, muss ich sagen. Es war recht familiär, es waren sehr England-affine Leute dort, so wie der Erich, der Rolle, der Zeschka Michi, der viel über englischen Fußball geredet haben, was auch einen Punkt bei mir berührt haben, der mir sehr am Herzen liegt. Und ja, und dann waren halt viele Leute so aus der Subkultur, würde ich sagen, aus der Szene, von Techno bis Extrem-Metal, ehemalige Mods, Punks, Leute, die ich kennt habe vom Fortgehen, und irgendwie haben wir gedacht, das ist eigentlich genau mein Verein. Die Durchmischung, oder? Die Durchmischung hat total gepasst und es war so eine gute Stimmung. Also im Herbst, wie ich gegangen bin, da haben wir relativ gut gespielt, wir sind Fünfter gewesen. Okay. Und das hat sich dann aber herausgestellt als Abstiegssaison. Im Frühjahr ist dann irgendwie alles schief gegangen, was schief gehen kann. Und meine erste Saison war dann eigentlich gleich eine Abstiegssaison. Ja. Aber es hat der Stimmung keinen Abbruch getan? Das heißt, nein, eigentlich gar nicht. Also natürlich, es war schon ein bisschen ein Schock nicht, am Anfang, weil das war die Wiener nicht gewohnt. Ja. Also zumindest zweitklassig zu spielen war immer. Aber es war kein Fall. Grund für dich, dann irgendwo zu einem anderen Verein gar nicht. Zu gehen? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Es war dann, ich würde sogar sagen, im Nachhinein, in der Rückschau betrachtet, die Regionalliga-Jahre dann so von 2001 bis 2009, die waren eigentlich gut für den Verein, auch für die Fanszene. Die hat sich, ist irgendwie näher zusammengewachsen. Es hat sich so eine kollektive Auswärtsfahrmentalität da entwickelt. Das war vorher so in meiner Wahrnehmung nicht. Da hat es Einzelinitiativen gegeben, es hat schon Busse gegeben, punktuell, also schwerpunktmäßig hat man sich zusammengetan, da fahren wir dann hin, einmal im Monat irgendwo hin. Und in der Regionalliga war es aber dann möglich, dass das halt konstant stattfinden hat können, weil die Distanzen wesentlich überschaubarer waren. Der Spielplan war relativ klar, es ist immer am Wochenende gespielt worden, zweite Liga war oft unter der Woche. Und es war, muss man sagen, weil mit Rolle dann einer sich herausgetan hat, der wirklich sich das angetan hat, dass er wirklich konstant alle zwei Wochen einen Bus organisiert hat. Ja. Samt Verpflegung und allem Drum und Dran, also da ist keiner im Trockenen gesessen. Sehr gut. Und so sind dann quasi immer mehr Leute wirklich regelmäßig auswärts gefahren. Das war ganz am Anfang, es hat ein bisschen gebraucht, das war so eine Umstellungsphase. Das erste Jahr in der Regionalliga war ein Desaster. Wir haben Niederlagen Serien gehabt gegen Neuberg, Hundsheim, Kottingbrunn, also das war wirklich ein Tiefstpunkt in der Vereinsgeschichte. Rohrbach, Baumgarten, wir haben überall verloren, das war ein Wahnsinn. Hat sich aber dann konsolidiert und ab 2004, 2005 haben wir dann eigentlich konstant wirklich um einen Master mitgespielt. Eigentlich auch schon 2003 waren wir schon im Vorderfeld dabei. Und dann haben wir zwei Jahre gehabt, die waren vom Sportlichen her, die waren so emotional, da war es so eng, da wollten so viele Mannschaften rauf, was ist St. Pölten, Bahndorf, Austria Amateur, Revier. Und das war so ein enges Rennen, du hast fast jedes Match gewinnen müssen, aber auch die Gegner, die Mittelständler waren gut. Also da hat der Eisenstadt noch gespielt, der Krems, der Weidhofen, ein Sportclub, du hast nicht leicht gewonnen gegen keinen. Das war jede Partie, war nervenzerfetzend und es ist sie dann ganz knapp nicht ausgegangen. Und wir waren aber so gut damals, ich werde es nie vergessen, wir haben 2005 gespielt gegen Red Bull Salzburg, ein Cup-Spiel daheim. Da war der Weiß Trainer noch. Das war die Saison, wo sie dann den Film getraut haben, es geht sich immer nicht aus. Da haben wir gegen Red Bull daheim 3-2 verloren, in einem Spiel, das auf Augenhöhe war. Also wir haben geführt 1-0, Red Bull hat auf 2-1 umgetraut. Wir haben das 2-2 gemacht.
Und der Meier lebt, den haben wir nicht erhalten, hat uns das 3-2 gemacht. Aber wir haben gedruckt auf das 3-3. Das war eine unglaubliche Stimmung im Stadion. Eine Atmosphäre, die begeisternd war. Das haben wir so bis dorthin selten gehabt. Und das war ewig schade. Und damals waren wir so überzeugt, dass wir aufsteigen. Wir haben dann auch im Herbst fast jede Partie klar gewonnen. Nach einem holprigen Start, der uns wahrscheinlich einen Titel gekostet hat, sind wir dann drüber gefahren über alle. Und im Frühjahr war ein Wahnsinn, wie wir uns dann mit einer Schere einen Faden durchschneidest. Auf einmal waren die so labil. Haben das irgendwie nicht drüber gebracht, warum auch immer. Das war also vom Emotionalen her eine unglaubliche Saison. Sehr cool. Und in diesen Jahren war es so, dass, muss man sagen, finde ich, hat ein Perspektivenwechsel stattgefunden. Wir waren vorher ein kleiner Verein unter Großen, der versucht hat, irgendwie da mitzuhalten. Das ist sich aber nicht ausgegangen. Oder so wie die Wiener wahrgenommen, damals war ich noch nicht so ein Fan. Und in den Regionalliga-Jahren waren wir ein großer Verein unter kleinen Vereinen, der relativ viel Leute immer mitgebracht hat. Das hat immer... ich glaube, die Heimmannschaften haben uns sehr geschätzt, weil wir mit viel Leuten gekommen sind, weil wir einen guten Umsatz gemacht haben. Ja. Und es hat sich dann in dieser Zeit auch das ergeben, dass das Derby Wiener Sportclub so einen Kultcharakter entwickelt hat. Das war vorher nicht so, man kann sich die Zuschauerzahlen anschauen, so Ende 80er, Anfang 90er Jahre, wenn die gegeneinander gespielt haben, da waren 1500 Leute, 1200 Leute, 2000 Leute, wenn es viel waren, mehr waren da nie. Das war nicht der Straßenfeger, über den man gesprochen hat. Okay. Und da haben diese Fanszenen vom Sportclub und von der Wiener auch dem geschuldet, dass das Derby dann etliche Jahre nicht stattgefunden hat im Vorfeld, weil die immer in einer anderen Liga waren. Okay. Sportclub war eine Zeit lang in der Bundesliga, wie wir zweite Liga waren. Dann hat der Sportclub einen Konkurs hingelegt, ist in die Wiener Liga gekommen, dann waren wir in der Regionalliga. Also es hat einige Jahre gedauert, bis die gegeneinander gespielt haben wieder. Und dann haben beide Fanszenen, die sehr viel Szenepublikum gehabt haben, also Leute, die quasi so ein bisschen Organisationselite waren, was ich, der Tommy von der Kajoten war, der Booker in der Arena, die hast viel DJs gehabt, Leute, die in Bands gespielt haben, und das beim Sportclub genauso. Mhm. Also Leute, die Labels betreiben und einen gewissen Einfluss haben in ihrer Szene. Und die haben schon im Vorfeld immer groß mobil gemacht für das Spiel. Also haben Festl organisiert und Partys und Konzerte und haben es auch geschafft, dass da viele Leute irgendwie ins Stadion kriegen. Und wir haben auf einmal gehabt, am Anfang so 2.000, 3.000, 4.000 Leute. Okay. Und irgendwann ist das explodiert. Also 2005, 2006 war schon das Derby am Sportclubplatz ziemlich ausverkauft. Es war ein unglaublich gutes Spiel. Es war 2-2, ist nicht rasant und tolle Stimmung, muss man sagen. Und das Rückspiel dann auf der Hohen Warte, wo wir das dramatische 0-1 kassiert haben in der letzten Minute, was bei dem Film, da waren dann schon über 7.000 Leute. Ja, stimmt. Also auch von der sportlichen Lage her war das sehr, sehr spannend. Und seitdem ist es so, dass du eigentlich dir schon lange im Vorfeld die Karten sichern musst, dass du überhaupt eine kriegst. Nicht? Und es reden wirklich viele Leute drüber. Es gehen viele Leute am Platz, die sonst nicht auf einen Fußballplatz gehen. Es gehen aber auch viele Leute, die, das weiß ich ja von den Fußballplätzen, die notorische Fußballplatzgeher sind und sich freuen auf das Spiel und auch dorthin gehen. Mhm. Und das hat beiden Vereinen wirklich zu einer neuen Publicity verholfen oder ein bisschen auch zu einem Imagewandel. Mhm. Die Wiener war so, wenn ich jetzt in die 80er Jahre zurückgehe, wie der Erich da angestanden ist mit der Fahne und mit der Kutte, so ist die Wiener ein bisschen auch wahrgenommen worden als ein Verein, der kaum Anhänger hat, außer halt die Döblinger, die rund um die Hohe Warte wohnen. Und das hat sich dann in dieser Zeit wirklich geändert. Kann man sagen, verjüngt von den Fans her? Auf jeden Fall verjüngt, weil es hat sich überhaupt der Fanszene konstituiert. Ja, früher schon, durch die Kajoten und hat natürlich durch den Erich, durch den Rolle, Zeschka, Michi auf der anderen Seite, durch die Verdos. Aber das waren überschaubare Gruppierungen damals. Und in dieser Regionalliga-Zeit hat es dann begonnen, wirklich zu wachsen. Also wo viel mehr Leute das wahrgenommen haben, da gibt es
da gibt es was, das ist leiwand und da gehen wir auch hin. Und hat sich dann auch manifestiert durch die Gründung der Wanderers, die waren wesentlich jünger als die anderen. Das war wirklich dann, waren junge Leute, die dann einen Fanclub gegründet haben und dann auch immer mit dabei waren. Und dann auch ein starker Teil der Szene waren sie. Also das war durch die Regionalliga möglich. Und es ist, sind die leider zusammengewachsen in der Zeit. Es hat viel Festeln gegeben. Also durch das gemeinsame, konstante Auswärtsfahren. Und auch durch die ganzen Fanturniere, die der Rolli organisiert hat. Da sind viele Leute zusammengekommen. Kann man eigentlich sagen, dass die Fans dann etwas beigetragen haben, um den Verein auch bessere Anerkennung bzw. bessere Publicity zu bringen? Auf jeden Fall. Weil das Derby, das wäre nie so groß geworden ohne die Fanszene. Dass das jetzt so ein Trademark und ein richtiges Event wie ein Kirtog eigentlich geworden ist, auf den ganz viele Leute gehen, einfach so, auch wenn sie sich gar nicht für Fußball interessieren, das ist ausschließlich den Fangruppierungen zu verdanken. Das musst du nur die Zuschauerzahlen anschauen. Das war vielleicht der Straßenfeger, wie der Herr Huber gesagt hat letzte Woche, also bei deiner letzten Sendung in die 50er, 60er Jahre, als die Vereine noch groß waren. Aber in die 80er, 90er Jahre war das nicht mehr so. Nicht? Kein Derby of Love in den 90er Jahren. Nein, das war nichts anderes, als wenn jener gegen VfC gespielt hat. Das war jetzt nichts Besonderes. Du musst dir nur die Zuschauerzahlen anschauen und vergleichst mit jetzt. Und es kann nicht am Fußball liegen. Wir haben in der dritten Liga dann gegeneinander gespielt. Also ja, stimmt eigentlich. Die Derbys waren dann ausschließlich Regionalliga-Derbys und haben also die 3-4-fachen Zuschauerzahlen gehabt vor den Derbys in der zweiten Liga. Ne? Ja, und leiwand war dann auch, waren diese ganzen Fanturniere, die da stattgefunden haben. Hat man immer getaugt. Hat auch der Rolli organisiert, muss man sagen. Die waren ist nicht groß, also du hast ja gefilmt, glaube ich, beim letzten. Da hören wir vorher mit den richtigen Namen. Richtiger Name? Michael Wind. Turnier. Und früher waren da, weiß nicht, 24, 25 Mannschaften. Wahnsinn. Gespielt für überall. Für Westösterreich, für Linz waren Leute, für Deutschland waren Teams die dabei. Sind extra gekommen. Ja, das war groß organisiert. Wow. Und viel so DSG-Teams haben mitgespielt auch. DSG-Teams sind? Na, so diese also Hobbyliga oder der Rolli auch mitgespielt. Und damals war es so, dass der Gassi, der eigentlich vom Ringersport kommt, und aber irgendwie durch sein gutes Netzwerk begonnen hat, dann quasi sich als Fußball-Teamchef zu profilieren. Okay. Er hat dann quasi da auch mitspielen wollen und hat eine Mannschaft zusammengestellt. Und ich hab beim Erich seiner Mannschaft gespielt, eine Zeit lang bei den Verdos. Und dann hat mich der Gassi irgendwie abgeworben, weil der war sehr gut, was das betrifft. Ja. Das war so, da war er so wie Bayern München, sehr, sehr erfolgsorientiert. Und ich kann mich erinnern, wir haben einmal ein Turnier gehabt, das war so in die 2000er Jahre, mit seiner Banker-Truppen. Und das waren aber alles super Kicker. Okay. Da hat jeder irgendwann bei einem guten Verein gespielt. Und da haben wir das Turnier gewonnen. Dann völlig überraschend, nicht? Uns hat überhaupt keiner ernst genommen. Und ich weiß noch, das war ein großes Hallo. Da haben wir auf der Warte dann das Finale gewonnen, im Elfmeterschießen, glaube ich. Wahnsinn. Da haben ganz viele Leute dann zugeschaut, weil das so eine, wenn man dann so eine Sensation waren tut. Und wir haben dann sogar mal das zusätzliche Hallenturnier auch noch gewonnen in Strebersdorf. Bei den Schulbrüdern in Strebersdorf war das ja. Das war auch so ein Fanturnier. Auch so ein Fanturnier, wir werden auch nie vergessen dort. Da war der VfC eingeladen auch zum Mitspielen. Mhm. Und die sind gekommen um 8 Uhr in der Früh mit dem Taxi. Also einer von den VfC. Okay. Spieler, der René war das, glaube ich. Der ist eine Zeit lang auch mit uns mitgefahren. Und ist gekommen und hat gesagt, ja, es tut ihm leid, er muss absagen, weil seine Spieler, die sind im Häfen. Ja. Die haben sie eingesperrt. Die müssen irgendwo Kraft haben. Ich weiß nicht was. Aber er hat zwei Spieler da, die würden gern mitspielen, und hat quasi, weil ein Gassi gut kennt hat, er gesagt, ob die bei uns mitspielen können. Nicht? Ich habe gesagt, super, wir brauchen ja Leute, wir waren ja nicht gut besetzt. Das waren, also die haben nicht Deutsch kennen, ich weiß nicht, woher sie waren. Okay. Irgendwo aus Osteuropa. Gut.
Die spielen mit. Wir haben das erste Match in der Früh. 8:30 in der Früh. Es war wirklich früh. Sehr früh. Sonntag in der Früh. Die Leute sitzen traumhappert auf der Tribüne. Wir haben Auflag. Die zwei haben von Haus auf natürlich gleich gespielt. Der eine rollt dem anderen den Ball auf. Und der haut sofort drauf. Bumm. Trifft die Latten, aber wie? Also es hat einen Bumperer gemacht, das Tor, was da rauskommt. Die Leute sind aufgeschreckt auf der Tribüne. Es ist ein Raunen. Und wir haben dann auch das Turnier gewonnen. Nicht? Und weil die waren so gut, nicht? Die waren überragend. Nicht? Also ich habe keine Ahnung, wo der die Spieler hergehabt hat. Das haben sie dann natürlich alle massiv aufgeregt. Wir haben so einen Pokal gekriegt, also wie ein Weltpokal. Der Rolle war total heiß, wollte uns den Pokal nicht geben. Er gesagt hat, das geht nicht, wir kommen mit Profis daher. Aber das war der Gasse, der war exzellenter Teammanager, muss ich sagen. Der war auch ganz gut vernetzt, oder? Na, exzellent, er hat super Mannschaften zusammengestellt. Ich meine auch zu den anderen Mannschaften, Rapid zum Beispiel und so, was ich so weiß. Der Gasse hat überall hin seine Kontakte gehabt, ja. Absolut, ja. Unterschätzt man manchmal, weil am Ring, den eigentlich so immer so richtig war, aber auf der Warte, wenn er da ist, ist... Nein, der ist hervorragend vernetzt, ja. Der ist bekannt wie ein bunter Hund. Und hat die Wiener natürlich, war ein massiver Einfluss, dass ich zu Wiener gekommen bin, weil er mich so oft angeredet hat, nicht? Und der ist ja herumgerannt, auch mit einem blau-gelben Irokesen, also in Wiener Farben, und hat jeden dauernd, und auch mit Wiener T-Shirts dauernd, nicht? Und ist so begeisterungsfähig gewesen, und er war, wie ich angefangen habe zum Hingehen, da hat er mir schon immer erzählt, ja, was ich hier kann, auf das und das Konzert nicht gehen, weil du ist ja schon unterwegs, weil der ist immer bei Autostopp herumgefahren zu den Auswärtsspielen. Damals, wie ich angefangen habe, da ist nur der Erich dauernd gefahren, der war immer auf jedem Spiel. Mhm. Der war damals schon so ein Allesfahrer. Und der Gassi hat eine Zeit lang so Ambitionen gehabt, der ist halt bei Autostopp durch Österreich gefahren. Und der Rolli hat damals dann, glaube ich, auch schon angefangen so zu ticken, dass er quasi überall hinfährt. Mhm. Und seit ich dort bin, war der Rolli, glaube ich, also auf jedem Spiel. Also die 20 Jahre hat der sicher kein Match versammelt. Ich muss mich mal fragen, wie viele Match der gesehen hat. Ich glaube, der muss ein Vierteljahrhundert Minimum auf jedem Match gewesen sein. Perfect Season. Also, ja, durchgehend. Durchgehend. Also. Und der Gassi war früher Ringer, habe ich das richtig verstanden? Der Gassi war dem Vernehmen nach ein Riesenringertalent in Deutschland. Also, er hat mir das selber erzählt, hat ein Angebot aus Deutschland gehabt. Also, dort war in so einer Schule gegangen, also, der hat nicht mal alles gezahlt, Ausbildung. Aber er hat sich dann eher für eine Punkrock-Karriere entschieden. Und ist halt dann auch bei der Wiener gelandet und hat es halt geschafft, dass ich dann auch ein Wiener-Fan wie mit 27 Jahren, wo sie, also damals war ich schon Vater, da habe ich nie mehr geglaubt, dass ich mich da für einen Verein so begeistern kann, dass ich da. Aber die Community, die ist so stark und es interessant war, auch, ne? Das war dann eigentlich die Art von Community, die man halt getaugt hat, ja. Und alles, nicht? Die Wiener hat alles gehabt. Nicht? Sie hat dieses leibende alte Stadion gehabt, das ziemlich angefuckt war, wie ich gekommen bin, aber eine unglaubliche Tradition natürlich hat. Dann der schöne englische Vereinsname. Das Englische hat mir natürlich auch total getaugt, das habe ich sehr verklärt damals. Ich bin immer wieder nach England gefahren, habe mir dort Matcher geschaut, habe die englische Kultur sehr geliebt, wo das selbstverständlich ist, dass du auf jedes Match fährst. In Österreich mit der eher eingeredet, dass es intelligentere Freizeitbeschäftigungen gibt. Und deshalb war die Wiener eigentlich wie gemacht für mich, muss ich sagen. Jetzt mal fair, aber man geht jetzt so nicht nur zu den Matches wegen den Matches, sondern eigentlich auch wegen der Freunden und Bekannten. Natürlich, es haben sich dann natürlich Bekanntschaften, Freundschaften ergeben und das ist alles zusammen quasi. Weil man trifft dort Leute, die man vielleicht unter Umständen nicht trifft. Du vielleicht eher noch wegen der Arena, aber... Natürlich, das ist schon so. Es hat natürlich eine soziale Komponente, das haben Vereine natürlich generell. Mhm. Bei der Wiener ist es schon sehr interessant, weil es so dicht ist. Also es sind irrsinnig viele unterschiedliche Milieus dort vertreten, muss man sagen. Also es ist ein bürgerliches Döblinger Milieu, du hast Hackler dort, du hast Arbeitslose dort, du hast Banks dort.
du hast alte, junge und die müssen aber irgendwie miteinander auskommen. Nicht? Ja. Bei Rapid oder Austria, bei einem großen Verein kann sich irgendwie jeder seinen eigenen Bus checken oder irgendwie jedes Milieu seinen eigenen irgendwie seinen Platz finden. Mhm. Bei uns messen die Leute irgendwie gemeinsam. Das geht sich anders nicht aus. Nicht? Das war dann auch, also beim Aufstieg in die zweite Liga war das dann auch so, nicht? Dass du ja wirklich sehr weite Fahrten gehabt hast. Irrsinnig oft noch vor Adelberg. Also gefühlt sind wir, glaube ich, alle 2-3 Wochen irgendwo ins Ländle gefahren in der Rückschau. Also das haben überhaupt, bis Salzburg haben wir einen Bus gehabt und ab Innsbruck sind wir halt dann war es halt dann individuell mit Zug. Also einmal mit dem Flieger sogar nach Innsbruck. Ja, Wahnsinn. Und nach Vorarlberg halt immer mit dem Zug. Und da war es dann so, dass natürlich jetzt nicht busweise die Leute mitgefahren sind. Wir waren halt dann 10 Leute, 5 Leute oft nur. Mhm. Und die waren halt komplett durchgewiefelt. Nicht? Da waren Pensionisten dabei, da waren was weiß ich, der Gasse dabei, da waren Studenten dabei, da waren der Rolle, der Martin Klein, der Wippi. Es war ein kompletter, bizarrer Haufen teilweise, der da auswärts gefahren ist. Und du bist halt dann auch 24 Stunden zusammen, nicht? Weil das ist, ich kann mich noch gut erinnern, um 7 in der Früh haben wir uns getroffen am Westbahnhof. Das geht das erste Bier reingehauen. Und dann hat der Rolle immer, der Rolle ist exzellenter Organisator und Caterer und der hat immer dann einen geschafft, dass wir eine Abteil gemeinsam haben und daneben hat eine Abteil ein freies gehabt, was zumindest frei war, 2 Stunden oder so. Da hat dann immer ein Buffet aufgebaut zum Frühstücken für alle. Da bin ich mit Fisti, der ist auch immer mitgefahren damals, der war also von den Wanderers, der Fisti war ein ganz starker Auswärtsfahrer damals. Und den bin ich dann immer gesessen im Speisewagen. Das war auch grandios. Nicht? Und dann sind wir ausgestiegen und waren, ich weiß nicht, ein Dutzend Leute vielleicht. Und im Block waren wir aber oft 70 Leute, 80 Leute. Was wiederum, muss man sagen, das hat viel mit den Wanderers zu tun, die sehr starke Kontakte haben nach Südtirol, nach Westösterreich, nach Tirol auch. Und da sind gekommen Innsbrucker, da sind Südtiroler gekommen, da sind auch Schweizer gekommen aus St. Gallen, der Silvio, den hat der Erich noch kennt von früher. Aus Süddeutschland teilweise Leute, also aus Dornbirn, also oft habe ich mich bei einem Vorarlberger Verein gespielt und die anderen Anhänger von den Vorarlberger Teams sind zu uns gekommen und haben für uns geschrien gegen einen anderen Vorarlberger Verein. Die Dornbirner waren viel bei uns, mit denen wir eine sehr gute Beziehung gehabt. Da hat es immer Party gegeben, wenn wir dort gespielt haben. Das heißt, die Fans haben stark dazu beigetragen, dass der Verein waren auch stark und das war dann wirklich im Vergleich zu 2000, wo wir ja zweite Liga gespielt haben, war das dann wirklich so, dass wir eigentlich konstant Leute gehabt haben. Obwohl wir wesentlich viel mehr weitere Auswärtsfahrten gehabt haben als damals. Damals hat es noch, glaube ich, einen Vorarlberger Verein gegeben und einen Tiroler. Der Rest war eher gut zu erreichen, sage ich. Und jetzt war es so, also damals war es so, dass wir wirklich viel weit gefahren sind. Und die Busse bis Grödig, Liefering, Salzburg Amateure, Red Bull Juniors oder so, die waren auch gut gebucht. Also das hat sich dann schon, muss man sagen, von 2000 bis zur nächsten Stint in der zweiten Liga auf jeden Fall verbessert. Wir waren wesentlich mehr Leute. Die Szene ist auf jeden Fall gewachsen und stärker und stabiler geworden. Für die Zukunft siehst du die Vienna sehr wohl in der Bundesliga, wurscht ob zweit oder vielleicht sogar früher oder später in der ersten. Das ist möglich. Also ich sehe uns auf jeden Fall in der zweiten Liga. Das ist eigentlich die, also das nahe Ziel muss sein, jetzt müsst ihr mit der Regionalliga aufkommen, das ist schwer genug. Also das ist nicht kein Gmadewiesen. Das ist eine bekannte Situation, jetzt wo der René Fischer bei der Lechtra Trainer ist. Die haben wir schon in Delitzsch gespielt für die Wiener Linien, die sind motiviert. Also wir sind noch nicht in der Regionalliga. Man muss einen Schritt nach dem anderen gehen, aber allalong muss sich die Wiener orientieren, zweite Liga. Wir können es uns auch nicht leisten, dass wir in der Regionalliga im Mittelfeld 10 Jahre spielen, bis dieser Sportclub sie gegönnt hat. Das geht sich bei uns nicht aus. Wir sind schon gefordert, dass wir mal Master spielen. Und wenn wir das nicht tun, dann bleiben die Leute aus. Also wir haben in der zweiten Liga einen besseren Schnitt gehabt, in der zweiten Landesliga einen besseren Schnitt gehabt, als das eine Jahr in der Regionalliga, wo wir um Platz 10 herum gespielt haben. Also wir brauchen einen
ein Kampf um Aufstieg oder Abstieg. So, in der Mitte, ja. Wenn man anfangen, so in der Mitte festzusetzen, das geht sich nicht aus. Also wir müssen in die zweite Liga. Und dann muss man sich dort damit etablieren und dann kann man weiterschauen. Das heißt, so Deutsch, die Wiener braucht das Drama. Ein bisschen schon. Ja. Und die Wiener Fans, was würdest du dir wünschen, wie sich das weiterentwickelt? Oder hast du da irgendwelche Vorstellungen? Ich freue mich, wenn die Leute weiter hinkommen. Ich freue mich auf jedes Match. Ich gehe immer. Aber ja. Nicht Party. Ich fahre ganz recht auf Großbahnhöfe und schaue mir das Doktorschaftsstudium an. Ich muss das fast machen. Ich kann gar nicht anfangen. Ich muss das. Ich bin ja meistens schon dort, wenn sie aufspüren und gehe später heim. Und ich freue mich, wenn die Szenerie anwächst. Aber ich sage einmal, es ist okay. So wie es ist, passt es jetzt einmal. Es darf auch nicht zu schnell wachsen, es darf der Charakter nicht verloren gehen. Stimmt. Das ist, die Wiener lebt auch davon, dass es sehr familiär ist. Mhm. Das muss irgendwie beibehalten bleiben, dass sie nachhaltig langsam wachsen. Reifen. Genau. Und ich hoffe auch, dass die Fans, die dann dazukommen, sozusagen auch in dieser Linie. Ja, ich glaube, das davor stehen wir schon, dass das irgendwie passt. Und was ich für realistisch erachte, ist, zweite Liga haben wir einmal einen Schnitt über 2000 gehabt. 2200 war unser bester Schnitt. Und sowas, 2.500 bis 3.000 Leute, wenn du das schaffst, dass du das in einer zweiten Liga hast, ist jetzt schwer. 16er Liga ist nicht so leicht wie eine 10er Liga, wo von Anfang an jetzt spiel ich einen Abstieg vor. Aber das halte ich für möglich. Das okay. Halte ich für möglich. Und das muss der Anspruch sein, dass wir dort einmal hinkommen. Und wenn wir das erreicht haben, dann kann es noch mehr werden. Alles klar. Mix, dann sage ich recht herzlich Dankeschön für deine wirklich ausführliche Geschichte zur Wiener und ich hoffe, wir sehen uns relativ oft, oder ich hoffe, wir sehen uns recht oft bei den Matches. Ich freue mich schon, wenn es wieder weitergeht. Danke dir. Bitte.